بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية ونتابع بارك الله فيكم في علوم القرآن. Der Unterricht auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit Koran Wissenschaft. Und heute, voriges Mal haben wir über Tarif al-Quran, تكلمنا عن Tarif al-Quran. Diesmal werden wir inshallah über die Namen und die Namen des Korans und die Eigenschaften des Korans und dann reden wir über zwei andere Themen. Barakallahu fikum, machen inshallah, wenn Zeit da ist. Barakallahu fikum, Asma al-Quran. Asma al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala samma al-Quran bi asma kathira. Minha awwalan al-Quran. Al-Quran. Qala ta'ala: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سورة الإسراء، سورة الإسراء الآية التاسعة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وسماه الله سبحانه وتعالى الكتاب. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الأنبياء الآية العاشرة. وقال تعالى: الفرقان، سماه بالفرقان. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان الآية الأولى. وسماه الله سبحانه وتعالى الذكر. الذكر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سورة الحجر الآية التاسعة. وسماه سبحانه وتعالى تنزيل. تنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين. وطبعا الأسماء الغالبة بالنسبة للقرآن بارك الله فيكم هي القرآن والكتاب. القرآن والكتاب، فهو قرآن لأنه يتلى بالألسن، وهو كتاب لأنه مجموع ويكتب بالأقلام. فلذلك هذه التسميتان المشهورتان بالنسبة للقرآن. ولا شك بارك الله فيكم أن القرآن هو الذكر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى، ووصفه الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة. وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة. سماه الله، وصفه بأنه نور. وأنزلنا إليكم نورا. نورا. وسماه سبحانه وتعالى هدى، رحمة، بشرى للمؤمنين، موعظة. وصفه عفوا موعظة. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك، بأنه مبين، وبأنه مجيد، وأنه بشير أو كما ذكرنا بشرى، وأنه نذير. فهذه كلها لها معاني القرآن بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Die Namen des Korans sind viele, die Allah subhanahu wa ta'ala natürlich erwähnt hat. Entschuldigung. Die Namen des Korans sind viele, barakallahu fikum. Aber einige davon hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und zwar, barakallahu fikum, Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Quran Al-Quran genannt. Und das ist in Surat Al-Isra. In Surat Al-Isra, die Ayah 9. Surat Al-Isra.
die Sura 17, Sura 17, 9. Dann barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Al-Kitab genannt. Al-Kitab, das wird das Buch, das Buch. Und natürlich diese beiden Bezeichnungen, Al-Quran und Al-Kitab oder das Buch, das sind die wichtigsten Bezeichnungen für den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt Kitab, und das ist in Surat Al-Anbiya, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Das wird in Surat Al-Anbiya, die Ayah 10, Barakallahu fikum, sagt man nachher in Surat Al-Anbiya, ist nach Taha Al-Anbiya, das bedeutet, das ist die 21, die Ayah 10. Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch Al-Furqan genannt. Al-Furqan, das bedeutet die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und das ist Surat Al-Furqan, Ayah 1, die erste Ayah. Tabarak alladhi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Surat Al-Furqan, barakallahu fikum, sagt man khairan. Surat Al-Furqan 25. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch Al-Dhikr, die Erwähnung genannt, und zwar in Surat Al-Hijr, das ist die Sura 15, und zwar barakallahu fikum, die Ayah 9. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Das bedeutet, wir haben die Erwähnung herabgesandt und wir werden diese Erwähnung auch schützen oder bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das in Surat Shu'ara, die Ayah 192, Tanzil, das bedeutet Herabsendung, genannt. Natürlich, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den Koran beschrieben, als die Eigenschaften, die im Koran sind. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist Licht. Koran ist Licht, Nur. Koran ist Rechtleitung, Huda. Koran ist Bushra, das bedeutet frohe Botschaft. Koran ist gesegnet und segenreich. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auch Rahma, das bedeutet Erbarmung, und Allah und Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch als Ermahnung oder Erklärung, deutliche Erklärung, glorreich, bringend frohe Botschaft und warnend vor der Strafe. Das sind alle, was ich erwähnt habe, barakallahu fikum, einige Eigenschaften oder Beschreibungen für den Koran. Und überleg dir, wenn du das Gesamte jetzt siehst, ja, das ist ein Buch, was man schreibt, was man liest, koranmäßig. Das ist die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit. Das ist die Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Herabsendung von Allah subhanahu wa ta'ala. Du findest dabei dein Licht, dein Weg, die Rechtleitung, die Barmherzigkeit, die Ermahnung, die Erwähnung, und das ist gesegnet von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist deutlich. Und im Koran natürlich gibt es die Verkündung der frohen Botschaft. Und es gibt drin, barakallahu fikum, im Koran die Warnung vor der Schmerzenstrafe. Natürlich, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, التنزيل ثلاثة بالنسبة لنا. القرآن، الحديث القدسي، والحديث النبوي. هذه يعني لو قلنا أيضا الوحي هي هذه الثلاثة. أما القرآن فهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المتلو في المصاحف والكتب،
المتعبد به، هذا هو القرآن. أما الحديث القدسي بارك الله فيكم، فهو طبعا اختلف أهل العلم في قضية بالنسبة للحديث القدسي، اختلفوا في قضية، فقالوا هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرويه عن الله سبحانه وتعالى. عفوا، طول الوقت عم اكتب وما Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit geschrieben, aber habe vergessen, tut mir leid. Naja, tut mir leid. خير ان شاء الله. الحديث القدسي كما ذكرنا بارك الله فيكم هو نسبة إلى القدس والتقديس، من التقديس أي من التنزيه والطهارة، وهو تنزيه الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الإنسان يطهر نفسه ويطهر الله سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي كما ذكرنا بارك الله فيكم، قال أهل العلم هو ما رواه، ما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أو نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا معنى، المعنى انتبهوا، من عند الله أكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. واختلفوا في قضية اللفظ، اختلفوا في قضية اللفظ، فقالوا، قالوا أنه منهم قال لفظه للنبي، ومنهم من قال لا، اللفظ لله، يعني معنى ولفظا من عند الله سبحانه وتعالى. أما يعني الذين قالوا هو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه هو معنى القرآن، لو كان لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى صار مثل القرآن، وهذا كلام غير صحيح. فالصحيح أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله. وأخطأ بعض أهل العلم من أهل السنة لما قالوا أن اللفظ هو للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث النبوي، الحديث النبوي معنى من عند الله ولفظا من النبي، وهذا الحديث نوعان، نوعان توقيفي وتوفيقي. فأما التوقيفي، انتبه، التوقيفي هو الذي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، أوحي له بيانه. أما التوفيقي هو الذي استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن أو من اجتهاده، ويأتي الوحي، ويأتي الوحي إما مقرا أو مغيرا للذي استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. ما الفرق إذن بين القرآن والحديث القدسي؟ ما الفرق؟ هناك فروق وهناك تشابه. التشابه أن القرآن والحديث القدسي كلاهما لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى. أما الاختلاف أن القرآن يتلى يتعبد به، أما الحديث القدسي ما يتلى يتعبد به. أن القرآن بكل حرف تقرأه لك حسنة إلى 10 حسنات والله سبحانه وتعالى يضاعف، أما الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قرآن، أما الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بارك الله فيكم جزاك الله خير. فهذا الفرق بينهما. وأما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فواضح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال تعالى أو يرويه عن الله
سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. Die Offenbarung könnte man in unserer Religion in drei, sage ich jetzt barakallahu fikum, in drei Kategorien unterteilen. Und zwar Koran, Hadith, Qudsi, auch Qudusi und Hadith Nabawi. Nabawi, das wird vom Propheten sozusagen. Nabawi kommt vom Prophet. Qudsi kommt von Quds, das bedeutet von Segen. Und Koran ist klar. Barakallahu fikum, Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, was wir in den Büchern lesen und was wir schreiben. Und wir beten Allah subhanahu wa ta'ala mit Lesung des Korans an. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Deshalb wichtig ist hier, zwei Wörter zu lernen, bitte. Sinn und Wortlaut sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Koran, wir lesen das, und wenn du eine Buchstabe liest, dann bekommst du 10 Hasana. Und man darf das nicht in der Bedeutung überliefern. Zum Beispiel, du sagst, ja, die Ayah, die so bedeutet. Geht nicht. Wenn du Koran sagst, dann Koran. Dann liest du Koran. Und das ist auf Arabisch. Das ist auf Arabisch. Und was übersetzt wird, ist die ungefähre Bedeutung. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jetzt Al-Hadith. Erstmal, ich nehme Al-Hadith al-Nabawi. Nicht, wie wir das auf Arabisch gesagt haben. An Al-Hadith al-Nabawi, barakallahu fikum, das ist Sinn von Allah, aber Wortlaut ist vom Propheten. Sinn ist von Allah, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Religion nicht spricht, außer was Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. Das bedeutet, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Der Prophet spricht nicht von seinem Gelüst. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Allah hat das herabgesandt, oder Allah subhanahu wa ta'ala hat das offenbart. Aber diese Hadith al-Nabawi, gibt es zwei Arten davon. Tawqifi. Tawqifi, das bedeutet, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann hier keine Selbstbemühungen haben oder keine Meinung haben oder er kann selber kein Urteil geben. Das wird Allah hat ihm gesagt, die Sache ist so. Beispiel, Gebet von Asr, 4 Raka'a. Es gibt nicht, dass man sagt, der Prophet hat gesagt, betet, wie ihr mich gesehen habt, dass ich bete. Ja, da gibt es nicht, dass man Meinung hat oder selbst etwas gesagt hat und so weiter. Und Tawfiqi, das ist Barakallahu Fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam leitet etwas vom Koran ab oder sagt etwas bezüglich Leben von den Menschen. Dann kommt Jibril alaihi salam, entweder bestätigt den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder korrigiert ihn. Und deshalb man sagt das Tawfiqi. Das ist eine Art Kombination zwischen dem, was der Prophet sallam als Offenbarung hat und zu dem, was der Prophet sallam selber ableitet oder sich bemüht, Ijtihad. Jetzt kommen wir zu Hadith al-Qudsi. Al-Hadith al-Qudsi, barakallahu fikum, ist auch Sinn von Allah. Das heißt, Koran, Hadith Qudsi, Hadith Nabawi, alle Sinn ist von Allah. Wenn das authentisch ist, natürlich. Bei Hadith Qudsi und Hadith Nabawi. Aber Wortlaut, hier haben wir zwei Ansichten von den Gelehrten. Manche von Al-Sunnah haben Fehler gemacht und die haben gesagt, Wortlaut ist vom Propheten und das ist falsch. Und andere sagen, Wortlaut ist auch von Allah. Aber was ist Hadith al-Qudsi? Was ist das?
Das ist diese Überlieferung, die der Prophet sallam genau explizit sagt. Allah sagt. Oder er erzählt das von Allah subhanahu wa ta'ala. Da sagt man ja, aber wenn du sagst jetzt gerade, dass Sinn und Wortlaut von Allah sind, dann was ist der Unterschied zwischen Hadith Qudsi und Koran? Der Unterschied ist klar. Hadith al-Qudsi kannst du in der Bedeutung überliefern, aber Koran nicht. Hadith al-Qudsi, wenn du das liest, dann bekommst du nicht pro Buchstabe 10 Hasana, aber Koran schon. Hadith al-Qudsi kannst du nicht im Gebet sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, a'adattu li'ibadi, das kannst du nicht. Aber im Koran liest du das. In Hadith al-Qudsi kannst du nicht sozusagen als Koran bezeichnen. Warum? Weil der Prophet sallam gesagt hat, das ist Koran. Und bei Hadith al-Qudsi hat nicht gesagt. Denn sie sagt, ja, Allah sagt. Und wenn er sagt, Allah sagt, du kannst nicht sagen, Wortlaut ist vom Propheten. Der Prophet selber sagt, Allah sagt. Und das ist die richtige. Und ganz ehrlich gesagt, es gibt einige großen Gelehrten von Ahlus Sunnah, die haben diesen Fehler hier gemacht, indem sie gesagt haben, das wäre vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber aufpassen, wir sagen, der Prophet, wenn er sagt, Allah sagt, dann ist das so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Das nächste Mal reden wir über Al-Wahi. Al-Mara al-Qadim ist eine Tekallam ala Al-Offenbarung, yani Al-Wahi. Wa kayfiyyat Al-Wahi. Wa ma ma'na Al-Wahi. Das nächste Mal, Barakallahu fikum, reden wir über die Offenbarung, wie die Offenbarung ist, was die Offenbarung bedeutet, welche Arten haben wir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und wie wir schon gesagt haben, jeden Tag, Barakallahu fikum, dann zwischen ca. 19 Uhr bis Maghrib-Gebet bei uns. Ich meine, in den nächsten vielleicht 10 Tagen oder 15 Tagen wird das nicht mehr 19 Uhr sein. Vielleicht wird das 19.15 Uhr oder 19.30 Uhr werden. Deshalb immer eine Stunde, Barakallahu fikum, vor, eine Stunde vor unserer Zeit von Iftar. Von Iftar. Ihr könnt, Barakallahu fikum, das nehmen von www.leipziger-moschee.de. Das ist unsere Internetseite. Da kann man, Barakallahu fikum, Zakumlachem, das dort anschauen. Und da gibt es die Gebetszeiten. Übrigens, wir haben zwei Spalten. Passt auf, ja. Die erste Spaltung ist nach Hijra-Kalender. Wir haben nach H geschrieben. Und der zweite haben wir gesagt nach Christentum. Deshalb aufpassen, nicht, dass man hier den Fehler macht. Barakallahu fikum, sagt machen. Wenn die Brüder hier Fragen haben, dann bitte schön. Wenn die Brüder, Schwestern im Internet Fragen haben, dann könnt ihr eure Fragen schicken, aber nicht übertreiben. Bitte. Nicht übertreiben. نعم تفضل اولا الحديث القدسي في منه ضعيف يعني في وهل مرتبط يعني لا تعلم معناها على المتواتر او شيء في مستوى الحديث نعم يعني قد يكون انه بعض الناس رووا انه قال النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروي عن ربي ولكن مو ثابت هذا الكلام او واحد مثلا اخطا الى غير ذلك فلذلك ممكن يكون في الحديث القدسي ضعيف اما في القران ما في ضعيف وهذا ايضا من الفروق السؤال الثاني ده بودا sagt gibt es einige قدسي oder قدسي حديثه دي eventuell schwach wären ja weil die leute die jemand überliefert und der macht fehler aber das ist nicht wie der koran Der Koran ist Mutawatir, 100%. Aber bei Mutawatir, was bedeutet Mutawatir? Das bedeutet, so viele Menschen haben das überliefert. Aber bei Hadith al-Qudsi ist nicht der Fall. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Na. Mittel al-Hadith.
يعني هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول افعل كذا او افعل كذا هذا مو كلام الله، انما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا صلوا كما رايتموني اصلي، هل هذا كلام الله؟ لا، انما كلام من؟ ولكن المعنى من وين؟ من الله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر اربعه، بارك الله فيكم، بتسجلش قدسي حديث نبوي، حديث das Wort oder Wortlaut ist vom Propheten صلى الله عليه وسلم. Ja, ja, weil zum Beispiel betet, wie ihr mich gesehen habt, dass ich bete, oder Maghrib-Gebet sind drei Raka. Das ist nicht das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sinn ja ist von Allah, weil das die Religion ist, aber das Wort an sich selbst ist Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, vom Propheten صلى الله عليه وسلم. Und wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم dann sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann kann ich nicht mehr sagen, dass es das Wort vom Propheten صلى الله عليه وسلم ist. Okay, das Wort ist vom Propheten, dass er das überliefert hat, aber der Koran ist auch, der Prophet hat das überliefert. Und das ist der Unterschied. Wallahu ta'ala ala wa ala. Khair inshallah. Na. Wie sollte ein Muslim zu dem Osmanischen Reich stehen? Haben Sie die Religion richtig verstanden? Es gab in Osmanischer Reich ist ein Reich, ein Khilafa. Die Gelehrten des Islam haben das bestätigt. Okay, es gab in manchen Phasen in der osmanischen Zeit, dass man die Religion falsch erklärt hat, verstanden hat. Aber das gab es auch in der Abbasidenzeit oder Umayyadenzeit. Deshalb, Barakallahu fikum, ihr wisst, nach der Geschichte, wir haben Barakallahu fikum erstmal, wir haben Al-Khulafa al-Rashidun, das ist die 30 Jahre nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Phase 23 Jahre. Dann gab es Barakallahu fikum 30 Jahre, das war von Al-Khulafa al-Rashidun, von den gerechten Khalifen. Das heißt Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali und 6 Monate von Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu alayhima. Da Barakallahu fikum hatten wir Umayyadenzeit und das war ca. 90 Jahre. Und danach kamen Al-Abbasiyun, das war Abbasiden. Und dann kam in dieser Zeit, Barakallahu fikum, es gab auch noch in Al-Andalus, Al-Andalus, Andalusien, das wird Süd von Spanien, die Muslime haben dort auch, das waren, Barakallahu fikum, in Spanien. Und das war aber ein Abzweig von Umayyaden, weil die Umayyaden, die sind dorthin geflohen damals. Auf jeden Fall, dann ca. 400 Jahre waren die Abbasiyun, Abbasiden, dann Barakallahu fikum wurde Zerfall, gab es einen Zerfall im Jahre 1200, man sagt 1251 bis 1258, Holako, auf Arabisch ist das Holako, aber auf Deutsch sagt man Hülöko oder sowas irgendwo, die waren die Tataren. Die Tataren, die haben die Bagdad eingenommen und dann war das zu Ende. Dann haben die Leute versucht, irgendwie was zu machen, dann kam, die könnten nicht. Und in dieser Zeit dann später kamen die Osmanen. Es gab natürlich auch in Ägypten der Staat von Fatimiten, aber die Gelehrten des Islam haben das nicht als Khilafa anerkannt, weil die waren, wal-iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala, die waren Rafida, die waren Rawafid. Aber bei Osmaniyun haben die Gelehrten das bestätigt. Und das war natürlich ein großer Reich. Es gab gut und schlecht. Es gab manche Sultanen, die waren in Ordnung, manche waren nicht in Ordnung. Aber allgemein, wir sehen die als Muslime. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und jetzt, dass sie falsch gemacht haben, Fehler gemacht haben, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen abrechnen. Unsere Aufgabe ist, das Richtige zu bestätigen und das Falsche zu korrigieren. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Kann man außer Tarawih noch andere Gebete beten in der letzten Drittel der Nacht? Wir haben gestern das erklärt. Man betet Tarawih-Gebet und schläft. Und wenn man aufsteht, dann kann man 2 lange Raka beten. Wenn du auch im Sitzen beten willst, kein Problem.
والله تعالى على وعلى. Soll man 10 Rakat Tarawih und 1 Rakat Witr beten? Ist das so richtig? Du kannst. Soll nicht, aber du kannst. Du kannst 2, 2, 2, 2, 8, dann 3, 2, 2, 2, 6, dann 5, 2, 2, dann 7, 2, dann 9 und so weiter und so fort. Und du kannst auch 10, 2, 2, 2, 2 und 1, oder du kannst 4, 4 und 3 beten, wie du willst. Darf man mehrere Suren nach dem Al-Fatiha lesen? Ja, du kannst. Wenn während dem Waschen vom Gesicht in Wudu Wasser in den Mund kommt, soll man das ausspucken? Braucht man nicht jetzt so übertreiben, aber man darf nicht absichtlich Wasser schlucken. Aber wenn das kommt, dann kein Problem. Das ist genau, du bist auf der Straße zum Beispiel und es regnet, du machst deinen Mund nach oben, dann kommt Regenwasser drin. Keiner sagt, dass dein Fasten ungültig ist. Aber wenn du absichtlich suchst, ja, das, dann ist es was anderes. Er sollte immer, barakallahu fikum, diese Sache Absicht und nicht Unabsicht sehen bei Fasten. Die Muslime in unserer Stadt in Südtirol sagen, man darf beim Muttergebet vom Koran lesen, wenn man die Sura nicht auswendig hat. Darf man? Man darf, barakallahu fikum, in der Nacht, in der Gebet in der Nacht etwas im Koran in der Hand tragen, kein Problem. Man darf auch von Koran lesen, aber nicht jetzt für die ganze Moschee. Nur zum Beispiel für den Imam oder jemand hinter dem Imam, damit er ihm korrigiert. Aber jeder trägt Koran und liest? Nein, nicht. Aisha radhiallahu anha hat barakallahu fikum Blätter vom Koran gehabt und sie hat das damit gelesen. In der Nacht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kann man bei Ihnen auch Geld überweisen bezüglich Ramadan, weil man nicht fasten kann und dafür jeden Tag einen Armen speisen? Und wie viel würde ein Tag kosten? Natürlich, barakallahu fikum, du kannst das machen, du kannst das uns überweisen über unser PayPal-Konto und du schreibst drin, bitte Speisung. Dann weiß man, Speisung für Ramadan. Das ist zwischen 3 bis 5 Euro pro Person. Du zahlst Geld, aber wenn wir das machen, dann geben wir in Form von Nahrung, in Form von Essen für die Armen, weil das geht um Speisung und nicht Geldgabe. Aufpassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Fidyatun ta'amu miskin. Der sagt, diese Sühne ist Speisung von Armen oder Bedürftigen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ich habe gestern in der Schule gesagt, Wallah, das ist falsch, die Rechnung. Und am Ende war er falsch. Was soll er machen? Du sollst lernen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht bei jedem Wort benutzt, Entschuldigung. Und du musst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und du musst Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Da brauchst du ja nicht 10 Armen oder sowas zu speisen, aber aufpassen. Wenn jemand fragt, ob sein Fasten angenommen wird oder obwohl er nicht betet, wie soll man darauf antworten? Erstmal, ob das Fasten angenommen wird, das weiß du nicht und ich weiß auch nicht und keiner von uns weiß, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Frage ist, ist mein Fasten gültig, wenn ich nicht bete? Wenn man meint, derjenige, der nicht betet absichtlich, ist kein Muslim, dann hat das keinen Sinn. Wenn man aber meint, derjenige, der nicht betet, Muslim ist, wenn er das Gebet nicht verleugnet und so weiter und so fort, es gibt noch andere, dann inshallah hat das Nutzen, das Fasten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Kann ich die Zakat auch die Moschee spenden? Wie kann ich das machen? Da bei PayPal Grundspende steht. Ja, da kann man sagen, Spende für die Moschee oder sowas. Aber wenn Zakat ist, dann schreibt man Zakat. Zakat al-Fitr, Zakat von Ramadan. Zakat Ramadan. Zakat von Vermögen, da sagt man nur Zakat. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ich habe einen Koran und da gibt es ein paar Seiten, die zerrissen sind. Was soll ich machen? Du kannst das entweder klein machen und dann verbrennen oder du kannst das verbrennen, kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tut mir leid, wir müssen zu Ende kommen.
Du hast gemerkt, dass manche die gleiche Frage fünf Schiuch oder sieben Schiuch, sage ich jetzt, fragen. Ja, normal, bei manchen Leuten, die wollen das Beste für sich oder sagen sie lieber zwei Meinungen als eine Meinung. Das ist gut, okay, aber da sollte man Gelüst nicht folgen. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Bei mir gibt es nur eine Moschee in der Nähe, die machen Bid'a nach Tarawih. Sie singen zusammen, indem sie sagen, Allah erwähnen, Ya Mutakabbir, Ya Allah. Soll ich gehen, wenn ich das machen und mache ich Sünde? Du machst keine Sünde, weil Tarawih-Gebet ist eine empfehlen, zu empfehlen und nicht Pflicht. Deshalb, du kannst auch zu Hause Tarawih beten. Du musst nicht unbedingt jetzt in die Moschee wegen Tarawih, Barakallahu fik, Zakallahu. Wenn der Speichel aus dem Mund auf die Lippen gelangt und Speichel, darf man Speichel dann schlucken? Ja, du kannst deinen Speichel schlucken, aber nicht absichtlich. Und dann am Ende schlucken, so nicht. Barakallahu fikum, sagt man, können wir Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ha? Ma, das ist schwer. Barakallahu fikum, sagt man, eventuell vielleicht zwei, drei Fragen von TikTok auch und so weiter, kein Problem, aber. Man kann über Facebook und YouTube erstmal die Fragen stellen, weil das Programm, was wir benutzen, wir können das direkt von dem nehmen. Aber von TikTok könnten wir nicht. Morgen treffen wir uns nochmal, inshallah, 19 Uhr zum Unterricht in Italien. Und ich hoffe, dass wir nicht jetzt, heute bin ich wirklich 15 Minuten verspätet. Ich hatte was zu tun. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.